Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Test Drive Unlimited, Ausgabe 20. Und im letzten Part haben wir mit dem Wagen hier nicht nur ein sehr langes Rennen hinter uns gebracht, sondern auch die, ja, 424 km/h-Marke geknackt hier. Also das Ding fuhr fast 430. Die werden wir jetzt aber letztendlich dann doch nicht schaffen. Aber ich denke mal, 425 solltet ihr auf jeden Fall auf der Haube, auf Tacho kriegen. Aber gut, wir haben noch ein paar Rennen vor uns. Die klappern wir jetzt natürlich weiterhin ab. Ist ja klar, wenn wir uns nicht weiter länger aufhalten hier. Da war zum Beispiel, haben wir noch hier, was haben wir hier noch? Fahrzeug D haben wir hier noch. Und keine Fahrzeugbeschränkung, 50.000. Das ist jetzt das Ding, was ich jetzt zum Kotzen finde, aber bringen wir es hinter uns, ne? Dann, aber geht hinter mir und wir nehmen hier wieder die MV Augusta F4. Und das Problem ist, dass wir, glaube ich, hier wieder Punktabzug haben. Ne, doch nicht. 16 Checkpoints. Ja, Problem an dieser Strecke ist hier, dass wir halt, sehr viele Serpentinen haben. Und das macht das Ganze natürlich ein bisschen scheiße, weil wir stark abbremsen müssen. Bodenunebenheiten werden uns auch begleiten. Ja, und vielleicht lässt sich doch hier zum Glück am Ende doch noch ein bisschen was abkürzen. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. Ja, also von daher schauen wir uns mal, wie wir uns hier schlagen. 3,5 Minuten haben wir Zeit. 3 Minuten 35 Sekunden, um ganz genau zu sein. Dass das hier keine rasende, dass das hier keine Strecke ist für Hochgeschwindigkeitsrasen, ist klar. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt mich für den Motorrad entschieden, weil es einfach eine bessere Beschleunigung hat und eine höhere Endgeschwindigkeit. Denn die letzte gerade, da sind sie gnädig, da lassen wir uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen Geschwindigkeit spüren. Aber erstmal müssen wir da ankommen und das heißt, wir müssen uns hier durch die Serpentinen durchkämpfen. Oh, jetzt ruckelt es gerade ganz schön. Warum? Warum ruckelt das jetzt so? Verdammt. Ich will meine Frame-Rate wieder zurückhaben. Mensch! Was ist jetzt für eine Nummer hier? Ja, es wird Motorrad hier deutlich besser zu fahren. So. Oh, Mensch! Ich mag diese Stadt überhaupt nicht hier. Ich mag, das ist so ein Rennen. Ich habe gestern doch schon versucht, ein bisschen vor mich herzuschieben, aber ich denke mal, es ist besser, wenn wir uns hinter uns bringen. Ist ja alles. Halt nur die Fahrerei hier. Uiuiui. Nicht die Leitplanke fahren. So, jetzt können wir ein bisschen schneller fahren. Alter. Ich kann ganz schön konzentrieren, damit die Karre hier nicht ständig hier den Arsch wegzieht. Alter, Alter. Ich glaube, jetzt haben wir die Grips hinter uns. Jetzt können wir ordentlich Gas geben. Oder zumindest fast. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles hinter uns. Aber ob wir jetzt noch die 35. Oh, wie schaffe ich das noch in der Zeit? Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ja, natürlich. Fick dich doch, ey. Mann. Scheiße. Wieder diese ganze Kacke hier durchfahren. Fick dich doch, ey. Mann. Den Checkpoint verpasst. Ich fass es nicht, ey. Die ganzen Blödsinn hier durchmachen, ey, Mann! Ich dachte, ich komme beim ersten Mal durch hier, weil ich hasse das Rennen hier. Ich mag dieses Rennen überhaupt nicht.
Ihr seht's ja, das ist total beschissen hier. Mann! Alter! Die Karre ist ja auch beschissen fahren hier gerade. Mann! Jetzt sind nur diese Straßenunternehmen, die mir gerade so zu schaffen machen. Die sind ständig hier wackelt. Sobald die Karre den Boden verliert oder irgendwie rumwackelt, besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich mir auf die Schnauze packe. Und ist natürlich klar, dass ich mir irgendwo aufrehe. Alter Falter. Mann. Jetzt fahr doch mal hier rum, verdammt! Alter! Ist das, als ob die hier auf Schienen ist, Alter. Ich komm nicht so rum, wie ich wollte. Gibt's nicht, Alter. Ich weiß nicht. Steuerung ist so ein bisschen indirekt von der Karre hier gerade. Alter. Ich meine, ich lasse Steuern nach links und rechts los und trotzdem bleibt die Karre in der Kurve liegen. Gibt's doch nicht, ey. Die richtet sich nicht automatisch wieder auf. Alter, Mann! Genau, die hebt doch mal gleich wieder ab. Was soll denn der Scheiß hier? Scheiß Straße hier, das ist zu kotzen, Mann. Wer hat denn das gebaut hier, ey? Deutsche Qualitätsware sieht jedenfalls nicht. Mann! Meine Fresse, ey. Und weh, ich von der Straße hier. Da vorne ist es. Alter Falter. Ich wollte eigentlich schon beim ersten Versuch schaffen. Nee, also wirklich ein komplettes Kackrennen. Ich mag diesen Rennen überhaupt nicht. Alter Falter. Oh, was haben wir noch hier? Das war Salin. Hier haben wir Maserati. Und hier war noch ein Gruppe D-Rennen, wenn ich mich nicht irre. Alter Falter. Fahren wir da mal hin und wechseln dann den Wagen. Beziehungsweise das Fahrzeug. Achso, halt, stopp. Jetzt sind wir richtig. Genau. So ist besser, wir wechseln in den Fahrzeug. Und starten. Oh, Punktabzug wieder. Und diesmal bloß 50. Je weniger die Punktzahl ist, die wir verlieren können, desto schwerer ist es auch hier. Und desto höher ist es natürlich unter Zeitverlust, ist ja klar. Das heißt, wir sollten jetzt, wenn möglich, gar nicht die Straße verlassen. So. So. Ui. Fast Veggie wäre das erste Mal.
Oh, nein, 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 bleib hier, bleib hier. Mann! Alter! Uiuiui, ich möchte, wenn möglich, natürlich die Straße nicht verlassen. Manchmal versteckt der Fahrer diese Wagen auch nicht. Oh, die gut an der Zeit, wie es aussieht. Fahren direkt auf die Berge zu. Da habe ich gerade so an die ganzen alten Autorennspiele von damals, wo die Berge so im Hintergrund waren. Wo man immer nur geradeaus fahren konnte und irgendwelche Autos ausweichen musste. Ja, das habe ich gerade so ein bisschen dran erinnert. Ich glaube, das waren auch so die ersten Test-Drive-Spiele. Die waren, glaube ich, auch so, aber wir müssen ganz sicher. Ich kenne die History von Test-Drive jetzt nicht so wirklich. Aber Zeit an der Mitte draus kam, bin ich auf begeistert von den Spielen. Vorher konnte ich damit eher zu viel anfangen. Ein oder meinte ich hier. Links, rechts Bäume, hinten die Berge im Hintergrund. Und da konnte man halt immer so ein bisschen geradeaus fahren. Okay, manchmal hast du doch links und rechts Kurve, aber wartet auch schon wieder. Dazu wunderschöne 8-Bit-Musik. Wenn es überhaupt 8-Bit-Musik war. Hm, ich denk mal ja. So. Noch 3 Checkpoints. Mit der Geschwindigkeit sollte kein Problem sein, die zu erreichen. Oder schnell zu erreichen, meine ich. Nein! Alter! Na, das wart. Das wart. Ich bin mal gespannt, wie groß der Zeitverlust ist. Ich bin fast auf Null, da gibt's doch ja nicht, ey. Vielleicht reicht es ja trotzdem noch aus, um Gold zu kriegen. Ich werde mal auf jeden Fall noch zu Ende fahren. Also, sobald das Ding auf Null fällt, also noch so ein Ding und das Ding ist hier essen, dann kann ich nicht vergessen. Ja, dann warte mit dem Rennen. Mit Karre aber so hat von der Massen abgehoben gerade hier. Schauen wir mal, wie hoch der Zeitverlust ist. Ich komme jetzt nicht zu gewaltig. Also wenn ich jetzt bei 26 Rind fahre, dann weiß ich ganz genau, dass ich jetzt verheißen kann. Schauen wir mal, wie das aussieht. Da vorne ist der vorletzte Checkpoint, den müssen wir danach noch. Ja, hier kann man locker mal in die Falle geraten. Ich wollte gerade schon da ordentlich, ja, ordentlich Stoff heben. Hätte jetzt wieder beinahe einen Fehler gemacht. Aber so eine Stelle, die so ein bisschen verleitet, um zu rasen, und da kommen so eine scheiß Kurven hier. Aber ich rechne doch noch für Gold. Oh, 4,6 Kilometer. Das heißt, wir sind noch ein Stückchen unterwegs. Ne, ich glaube, das wird nichts. Ich bin mal gespannt. Ich will jetzt unbedingt wissen, wie groß die Zeitstrafe jetzt ist. 6,35. Ich glaube, das kann ich vergessen, ey. Ich soll 35 Sekunden im Ziel sein. Ach du Scheiße.
Ja, gut, das könnte noch hinkommen, aber ich glaube, das reicht für Gold nicht mehr aus. Dafür bin ich zu lange von der Strecke runtergeblieben. Ah, 26, das kann ich normal fahren. Das kann ich normal fahren, das kann ich vergessen. Das wird kein Gold, definitiv nicht. Alter Falter, ich fahre mit drei Klamotten lang und komme trotzdem nicht ans Ziel. Ne, im Leben nicht. Das ist kein Gold. Dritter, fick dich doch, Alter. Ey, nee, ohne Scheiß, Alter, so eine Kacke, ey. Mann, wo die Karre immer von der Straße geflogen ist, ey. Unglaublich sowas, ey. Mann! Wahnsinn, ey. Puh. Versuche mich noch ein bisschen mehr zu konzentrieren hier. Alter, 41 Punkte am Stück verloren, Alter, Wahnsinn. Jetzt kommen wir gut durch hier. Ey, komm, das bleibt doch so. War nicht die Stelle hier? Nee. Hier war nicht. Ja, ist auch real, wo es war. Fakt ist, dass es mit getötet mal passieren darf. Und ich weiß, bei jeder Kurve aufpassen muss, wo ich lang fahre, ey. Da stelle ich mal den Scheiß mit Verkehr vor. Oh Mann. So. Bremsen. Und weiter geht's. Eigentlich ist der hier stellenweise auch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, aber. Dass die Karre mir von so dermaßen von der Straße abgekommen ist, Alter, unglaublich. Konnte den nicht mehr kontrollieren, ging nicht mehr. Das mit dem Scherzpunkt an der Seite und die, wo die. Der mit dem Strafpunkt an der Seite fliegt voll zum Kotzen. Ich glaube, die Stelle hier wartet. Ja, ich glaube, hier genau hier wartet. So. Auch gefährlich hier, aber ich warte halt. Ne, hier warte nicht, weil sie da plank im Weg. Ich denke mal, jetzt sieht es besser aus. Noch keine Fehlerpunkte.
Der Scheitelpunkt war jetzt aber wirklich extrem genommen eng hier, also extrem eng genommen. Ich hab eng gesagt, einfach so. Ja, die Klappe, Dennis. So. So, der vorletzte Checkpoint ist da vorne. Danach haben wir noch einen. Ich denke mal, jetzt sollte das etwas besser laufen. Na gut, das ist jetzt nicht so schlimm, die zwei Dinger da. Vor allem jetzt haben wir jetzt auch ein bisschen Zeit gespart, weil wir nicht von Strecke geflogen sind. Vielleicht kommen wir jetzt schon bei 5 Minuten 15 oder so durch Ziel oder so, keine Ahnung. Obwohl es vielleicht doch ein bisschen knapp berechnet ist. Aber ich denke mal 5,20 oder so sollten jetzt auf jeden Fall, 6,20 sollten drin sein, meine ich. Nicht 5. So, und jetzt Vorsicht, nicht von der Strecke runter. Bin mal gespannt, ob wir diesmal schaffen. Jetzt ist ja, naja, jetzt ist der Bus doch Vollgas voraus sozusagen. Es sollte jetzt deutlich besser laufen. Da hinten sieht man ja auch schon das Ziel, den letzten Checkpoint sozusagen. Ja, ich denke mal, diesmal haben wir Gold auf jeden Fall in der Tasche. Ja, mit 6,15 war ich doch ein bisschen knapper. 6,20 war schon nicht schlecht. Sehr schön. Ganz knapp daneben. Ihr raten, aber... Alter Falter. So, wir sitzen jetzt. Was haben wir jetzt noch so schön mit hier? Mal gucken. Jetzt haben wir erstmal soweit alle Rennen durch. Bis auf die rennspezifischen Sachen. Und jetzt haben wir hier noch die Rennen der Gruppe D vor uns. Aber bevor wir die machen, würde ich sagen, wir fahren jetzt noch ein paar extra Rennen im nächsten Part. Ihr seht, da sind ein paar dazugekommen. Ne? Wenn wir die ein bisschen abklappern, damit hier ein bisschen Abwechslung drin kommt. Ne? Und dann fahren wir danach dann weiter mit den nationalen Klasse D Rennen. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, und das hat euch gefallen, ich bin ausgerastet, dann lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann erst recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.